Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Top 10 Video hier auf diesem Kanal. Es geht um die Glock 18. Wir fangen wieder bei Platz 10 an und arbeiten uns dann auf Platz 1 hervor. Auf Platz Nummer 10 ist, wie man hier schon gut erkennen kann, die Glock 18 Candy Apple. Die Candy Apple Waffen sind, ich glaube, es gibt eine Schrotflinte und noch irgendwas. Eine recht lustige Sache, sag ich mal. Irgendwie ist es cool, gerade weil es so schlicht ist. Einfach grau, schwarz, beziehungsweise und dann noch rot. Finde ich nicht schlecht. Das Teil kostet übrigens 44 Cent. Und hier sei wieder erwähnt, dass die Preise alle von CSGO Stash herrühren. Auf Platz Nummer 9 befindet sich die Ironwork Glock 18. Dieses Geflecht aus Gestrüpp ist doch, ich finde, es macht einiges her. Dann noch in so silbermäßiger Manier. Ich würde es nehmen, auf jeden Fall. Auch wieder ein sehr grippiges Griffstück, das ist sehr wichtig. Peng Peng und sowas. Diese Waffe kostet in Factory New 93 Cent. Ich sage an der Stelle auch immer nur die Factory New Preise. Nicht mit Stat-Track, auch nicht mit... Fuck. Auch nicht mit Souvenir oder sowas, sondern einfach, nur Factory New. Auf dem nächsten Platz befindet sich die Steel Disruption. Achso, ich muss die Shader wieder hochstellen. Die Steel Disruption. Jetzt sieht sie ein bisschen schicker aus. Mir gefällt diese Textur sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Davon gibt es auch so Tarnanzüge. Ich glaube, die Armee nutzt sowas auch in grün, beziehungsweise auch in weiß und schwarz, glaube ich. Das ist nicht wirklich getarnt, aber wie nennt man dieses? Einfach diese Blöcke, dieses blockartige Muster. Die ist jetzt auch schon in Factory New 1 Euro wert. Wir übersteigen also im Moment schon die Euro-Grenze. Schon hart, ne? Den nächsten Platz belegt die Blue Fissur. Die blaue Fissur. Die ist jetzt auf Platz 7. Es scheint, als sei ein intakter Skin aufgebrochen, als wenn die Farbe weggeplatzt wäre. Es ist komplett über die Waffe drüber gezogen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ihr wisst es ja, ich habe es am liebsten. Ich denke, alle haben es am liebsten, wenn der Skin bzw. die Textur komplett über der Waffe drüber liegt. Diese Waffe ist in Factory New wiederum nur 62 Cent wert. Also auf jeden Fall ein Muss für alle Menschen, die gerne blau, grau, schwarz haben. Auf meinem Platz 6 ist die Glock 18 Reaktor. Die sieht geil aus, oder? Ich muss, glaube ich, nicht großartig erklären, warum ich die so toll finde. Hier die atomar verseuchten Zeichen. Die Zeichen sind atomar verseucht, so ist es halt einfach. Gelb, schwarz, Warnfarben, auch sehr schön. Falls ihr euch jetzt fragt, warum bringst du jetzt eigentlich Glock-Skins? Du wolltest doch alles nach der Reihe machen und hin und her. Tja, Leute, ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Glock-Skins vergessen habe. Das wäre der erste Skin gewesen, beziehungsweise der zweite Skin, der in Top 10 bekommen hätte. Und ich habe es einfach knallhart vergessen. Ich wurde gestern von 3 verschiedenen Leuten angeschrieben und bezüglich eben den Glock 18 Skins. Und da ist mir klar geworden, dass der Glock 18 fehlt. Da war ich irgendwie ein bisschen durchgepeitscht. Der Prüfungsstress und sowas, wohl damals habe ich noch keinen Prüfungsstress gehabt. Egal, man kann es immer auf den Prüfungsstress schieben. Immer. Scheißegal. Kind überfahren, Prüfungsstress, kann man nichts machen. Dieser Glock 18 Reaktor ist Factory New, 4,29 Euro wert. Ich habe die... Moment mal, was habe ich hier getrieben? Nee, ich bin so ein Holzkopf. Ich habe die Reaktor zweimal in meiner Liste drin. Zweimal führe ich sie auf Platz 6 und auf Platz 5. Und diese hier ist 5,70 Euro wert. 5,70 Euro, sorry, habe ich mich vertan. Prüfungsstress, ne? Somit kommt jetzt auch schon der Platz 4. Es ist jetzt halt nur eine Top 9, was soll man machen? Die Glock 18 Fate ist auf meinem 4. Platz. Ich denke, da brauche ich auch nicht großartig zu erklären, warum. Dieses bunte, dieser wunderschöne Farbübergang ist einfach edel. Wir denken uns dieses Sticker wieder weg, der ist jetzt irrelevant. Dieser Farbübergang ist einfach richtig geil. Und jetzt passt auf, diese Waffe kostet Factory New. Obacht! 246 Euro. Das ist schon echt ein Wort, oder? Dafür würde ich es auf gar keinen Fall kaufen. Wenn ich mir Skins kaufen würde, dann würde ich diese Waffe für, ich sag jetzt mal, gut 5 Euro kaufen oder für 10. Aber 246 Euro. Leck mich. Am Ärmel. Kinders! Das geht nicht. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Jetzt sind wir wieder an der Stelle angelangt, wo die Top 3 folgen. Überlegt mal, aus welchen Waffen besteht meine Top 3? Und welcher Platz wird jeweils von einer Waffe X belegt? Los geht's. Dim, 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 dim. Genug Zeit verbraucht. Auf dem 3. Platz ist die Glock 18 Bunsenburner. War klar, oder? Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich eine sehr starke Verbindung zu dieser Waffe habe. Das war der erste Skin, den ich gesehen habe, jemals. Irgendwo auf einer Internetseite, als ich erfahren habe, dass es so komische Skins gibt und Geld und hin und her, dachte ich, hä, was? Und die habe ich irgendwie gesehen auf dem Plakat oder sowas und dachte, wow, vorne mit der Flamme, hinten dieses türkis-blau-graue Gemisch. Das fand ich einfach richtig nice. Wir denken uns den Sticker wie immer weg. Ihr könnt übrigens auch wie immer eure Top 3, Top 5, Top 10 zum Guten geben. Und mir natürlich auch sagen, ob euch meine Top 10 gefällt. Beziehungsweise meine Top 9 in dem Fall. Prüfungsstress und so, ihr wisst. Ah. Diese Waffe ist in Factory New lächerliche 50 Cent wert. Die kann man sich eigentlich easy leisten. Auf dem vorletzten Platz, beziehungsweise zweiten Platz, liegt bei mir die Glock 18 Weasel. Damit habe ich auch eine besondere Assoziation. Man muss sich hochwieseln. Oder auch Erdmännchen-Taktik. Ist ja das Weasel keine Erdmännchen und hin und... Naja, aus Stromberg. Wallin, du kennst, du weißt Bescheid. Die Erdmännchen-Taktik. Ja, das hat mich einfach sofort daran erinnert. Diese Waffe ist in Factory New 3,71 Euro wert. Das finde ich wiederum nicht schlecht für den Skin, den Preis. Also wem sowas gefällt, der kann es auch gut finden. Alle anderen sagen sich, was für Euro für so Rad? Jetzt kommt mein Platz 1. Ihr könnt jetzt nochmal raten, was auf meinem Platz 1 ist. Here we go! Natürlich die Glock 18 Water Elemental. Die ist so geil. Vielen Dank auch nochmal, Monsieur, dass ich die von dir bekommen habe. Die ist so edel, die ist einfach so geil. Das Teil ist...
Ah, ich kann gar nicht beschreiben, wie cool ich die Waffe finde. Rot und blau gemischt und dann noch so edel. Einige fragen sich jetzt sicherlich, was ist mit dieser Wasteland, die bei CSGO Stash zumindest auf ganz oben, auf dem obersten Platz steht. Ich glaube, die teuerste oder mit einer der teuersten Skins, einer der teuersten Skins. Die gefällt mir überhaupt nicht. Diese AK-Wastelander, die ich auch vor kurzem geschenkt bekommen habe, die ist cool. Wenn ich jetzt vorher gemerkt hätte, dass ich die Reaktor verschoben hätte, dann wäre auf meinem Platz 10 vielleicht diese Wasteland gewesen oder Wastelander oder wie sie heißt. Aber so alles in allem, als Glock sieht die wirklich nicht cool aus. Überhaupt gar nicht cool. Also finde ich, ist halt wie immer eine sehr persönliche Meinung. Aussehen, Geschmack, bla bla bla. Aber die Water Elemental ist einfach nur der Hammer. Die ist übrigens in Factory New 6,66 Euro wert. 666, Mofoke! Die ist gefährlich, die Waffe, die ist gefährlich, pass auf, wacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich schaue natürlich, dass ich am Montag noch ein Video hinbekomme. Wenn es nicht klappt, dann bitte ich um Verzeihung. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mich weiterhin auch so toll unterstützt. Die letzten Videos haben alle Minimum 60 Daumen nach oben. Es ist abnormal, wie krass ihr im Moment die Daumen bei mir reinscheppert. Ich weiß bzw. merke, dass ich auch an sich am Wachsen bin. Aber die Daumen wachsen exponentiell mit meinem Wachstum einfach. Es ist krass. Pff, viele teilen auch die Videos, was mich richtig wegflasht. Das finde ich so geil, dass manche von euch sagen, hey, ich finde das Video jetzt so gut, das teile ich jetzt einfach. Das schicke ich auf Facebook oder auf Twitter rum. Nice. Dankeschön. Wir sehen uns dann hoffentlich im morgigen Video, falls nicht übermorgen. Und falls es auch irgendwie nicht hinhauen sollte, spätestens am Mittwoch im Livestream. Bis dann, Kinderlein. Frohlocket.